Herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3, die Eternal Collection. Ich habe meinen Banner umgestellt, ja, offscreen. Das wäre sonst verschenkte Zeit. Ja, ich hole das vielleicht nochmal nach, wenn es interessant ist. Was ich, ich habe mal gegoogelt. Wo komme ich denn jetzt ins Menü? Wir haben ja immer so wahnsinnig viel Zeit hier beim Verwerten verschwendet, ne? Ja. Und mir hat diese Schrottfunktion da keine Ruhe gelassen. Ja. Und die würde ich jetzt mal gerne testen. Also da stand halt, wenn man was als Schrott markiert, Ja. dass man dann auch alle Schrott gleichzeitig auf einmal Bewerten kann. verwerten oder auch verkaufen kann. Okay. Ich mache jetzt mal nur die blauen Materialien alle als Schrott. Du hast doch den einen nicht ausgewählt, oder? Ach so, stimmt da, danke. Und war auch nicht unten auch noch was Blaues? Das ist schon Achso, als das ist Schrott schon als Schrott markiert. deklariert. Okay, ja. Genau. 2, 3. Drei Das Sachen. heißt, am Ende sollte ich nur noch gelbes, Und legendäres und graues übrig Graues haben. haben. Okay. Also einfach mal Ja. schauen, ob das irgendwie so hinhaut. Wenn ja, dann wird das massig viel Zeit sparen. Ja, ist klar. Das wäre klasse. Ja, es ist halt immer so, ne? Du musst ja immer gucken, dass dein Equipment einigermaßen passt. Ich meine, so wie wir spielen, brauchen wir wahrscheinlich fast gar kein Equipment, aber naja. Ja. Da ging mir auch noch mal was durch den Kopf. Ich meine, dass die Monster so gefallen sind, das habe ich zwar der Waffe zugeschrieben, aber zeitgleich habe ich ja auch den neuen Laserstrahlzauber hier genommen. Ja. Vielleicht liegt es auch an dem, das will ich noch mal testen. Wenn ja, dann will ich den eigentlich nur in Notlagen rausholen, weil Ja. das war jetzt überhaupt keine Herausforderung mehr. Nee, das stimmt. Das können wir dann machen, wenn es höher geht. Ja, So. dann mach doch mal deinen Handwerkerkram. Mal gucken. Schrott Verwerten. wiederverwerten. Alle als Schrott Allerletzt. markierten Gegenstände werden widerruflich zerstört. Seid ihr sicher, dass ihr es tun wollt? Jo. Okay, So. jetzt hast du keine blauen Sachen mehr. Also hier ist Das ist weg. alles raus. Ja. Auch kein Amulett mehr. Ja, sieht so aus. Ja, Ja, spitze. cool. Ja, dann deklariere doch mal alles als Schrott, was du nicht mehr brauchst. Also alles. Was ist das? Einhänder Zauberstab. Okay, ja. Hast du alle Waffen gewählt oder hast du unten noch welche gehabt? Alle gewählt. Wenn du was als Schrott markierst, dann geht es ja offenbar ganz nach unten. Okay, gut. Ich wollte nur nachfragen. Nicht, dass du es wieder machen musst. Wenn nicht, sehe ich das gleich wieder, Ja. wenn ich zur Kontrolle noch mal reinschaue. Jo. Schrott wiederverwerten, ja. So, hier, der Punk ist noch da, sehr gut, der Foliant auch. Und das auch alles. Deine, Kristallschneide. ja, ist auch so ein Gegenstand. Ach so, ja, siehst du, das hätte ich jetzt vielleicht sogar mitverwertet, Nur wenn. ne, wenn da keine Werte stehen, dann sind das diese komischen Gegenstände. Ja, das ist doch super. Ja, cool. Ach so, ich gehe noch mal kurz. Ups. Nein, ups. Reparieren wollte ich sagen. So, dann bin ich schon mit dem verwerten Kram durch. Das ist ja. Das ist ja fix gemacht dann. Was für eine Zeitersparnis. Ich glaube, ich brauche auch nichts mehr, weil meine Waffe ist halt OP jetzt gerade. Ja, an Waffen kannst du dir vielleicht den harte Einhänder, also den 158er, die Harmoniefeder vielleicht noch aufbewahren. Den hier, ja, Genau. das kann sein, Aber ja. alles, was drunter ist, nicht. Nö, so, Schrott ist. Auf den gelben rauf drücken. Genau. Und dann wandert der Kram runter. Das ist kein Einhänder, oder? Nee. Nö. Wollte ich jetzt auch gerade wissen. Habe ich den nicht genommen? Ah, nee, das ist. Was ist das denn jetzt? Seltenes Daiben, das ist auch eine Zweihandwaffe. Weg. Weg. Zweihand, vermutlich mal. Ja. Ja. Ja, nehmen wir dich erstmal, ist auch egal. Ja. Weg. Ich glaube auch Zweihand. Das ist auch schon fast so gut wie das. Das behalte ich nochmal, vielleicht. Gucken, was er für Werte hat. Also eigentlich kannst du den blauen wegwerfen. Den blauen kann ich wegwerfen. Ich meine, du brauchst ja ungefähr 175 SPS auf Ja. einer Einhandwaffe, Damit um. das ausgeglichen wird, Genau, genau. das heißt, wenn du noch eine andere Einhandwaffe nimmst und tatsächlich die Harmoniefeder ausrüstest, braucht die mindestens 195, um Irgendwie die Differenz auszugleichen. sowas. Ja, okay, hast du recht. Jo, das waren schon sehr viele Waffen. Das geht auch weg. Aber das hat dich verbessert, stand da. Vielleicht Wobei. schaust du nochmal drüber. Die Schulter war das, glaube ich, oder die Stirn? Oh. Jetzt Sache. Vitalität 92 hat weniger. Ein Crit mehr und keine Erfahrung Ja, und kein Kältewiderstand. nehme ich mal. Ich glaube, ich habe relativ viel Vitalität. Und viel Rüstung. Jo.
Aber weil ich mehr Wit habe als Geschicklichkeit, nehmen wir mal lieber Hast du? Geschicklichkeit. Ja, da unten steht das auch. Geschicklichkeit 1283, Vitalität Ach, da, 1304. ja, tatsächlich. Ich nehme das mal andersrum. Ich glaube, das macht Ja. mehr Sinn. So, dann kann ich den Gegenstand verwerten. Cool. Ein Gut. Splitter mehr, schön. Das weg. Das weg. Ups. Das. Da ist nix. Ah, wo drin soll die besser sein? Ich glaube, nee, nicht mal mehr Geschicklichkeit. Vitalität gleich, weniger Vielleicht Geschicklichkeit. wegen der kritischen Trefferchance. Das ist das Einzige vielleicht. Ja, Weil da nee, steht ja Schaden dafür höher. nehme ich lieber mehr Geschicklichkeit und Leben pro Treffer. Nö, dann geht die auch. Allem dieser legendäre Effekt ist auch cool, ne? Ja. Der sieht auch kacke aus. Ja, müssen wir den jetzt noch behalten? Ich glaube, Wahrscheinlich den können nur. wir gar nicht verwerten. Ich glaube, den können wir nur verkaufen. Ja. Schuhe habe ich nicht, Hose habe ich nicht, Gürtel habe ich schon in Schrott gepackt. Jo, Schrott. So, wo ist der Knopf? Schrott, wiederverwerten. Ja, zack. Alles weg. Ja, wunderbar. Achso, sollte vielleicht auch einmal reparieren. X war das, ne? Ja. Also, so. Ja, Herstellung und so können wir, glaube ich, später machen. Welches Level haben wir denn? 43. Ganz kurz gucken, ausbilden. Aber man könnte schon die nächste Stufe ausbilden. Ja. Ja, auf jeden Fall. So. Wenn ich mich recht entsinne, wolltest du mir noch so einen Schmuckgegenstand herstellen, weil du irgendwie, ich weiß nicht, viel mehr gekriegt hast als ich. Irgendwie war mir da Ja, was. kann sein. Soll ich machen? Dann mache ich einen. Wir hatten gesagt, dieser Kessel ist für dich am besten, ne? Genau, falls da auch wieder Intelligenz drauf ist, das ist ja Ja, die das ist ja Frage. die Frage, ne? Das können wir vorher nicht wissen. So, wir haben hier einen 40er Kessel oder einen 45er. Wobei wir bei den 50, 45ern wieder nicht wissen, was ist jetzt im Ärgerkram, ne? Ich gehe mal wieder Vielleicht, 3. ich denke mal eher vielleicht die Wurzel, Und oder? ich denke mal der Kelch. Aber ich kann auch einen 40er herstellen, den kannst du auf jeden Fall tragen. Ja. Ja, machen wir einen Tiegel. Ja. Sicher sind die Werte ja sowieso nicht. Richtig. Und? Intelligenz, Vitalität, Leben pro Treffer. Cool. Bumm. So, ich habe jetzt noch 10 Steinchen. Und hier so ein komisches Dings da gemacht. So, pop, pop. Gegenstände. Der da. Weg. Jo, dankeschön. Jo. Ich glaube, ich gehe dann auch mal kurz ausbilden. Doch, du hattest den schon ausgebildet. Sieht so aus. Hast du schon. Tatsächlich. Hast du schon. Ja, und dann gucken wir nachher mal Ja. nochmal mit herstellen. Wie viele Steine hast du denn? 15. Auch cool. Ist halt ein Gegenstand. Ja. Gucken, 39, 42. Den legendären Kram überspringe ich einfach mal prinzipiell 40. Ringe. 42er Ringe kann er jetzt herstellen. Okay. Ja, ich denke mal, bei den Ringen bin ich wahrscheinlich erstmal versorgt. Das lohnt kaum. Ne, es kostet ja keine Materialien, es kostet ja nur Steine. Ach ja. Deswegen. Könnte man ja mal gucken, welche Ja. Steine, welche Anforderungen das hat, meine ich. Ja, aber das wäre wahrscheinlich nur eine marginale Verbesserung. Das weiß man noch nicht, ja. 34. Und jetzt auch nicht die besten Werte. So, meine Schuhe am schlechtesten. Bauernschuhe. 45er Schuhe. Eigentlich war das ja jetzt Quatsch, oder? Ich meine, so viele Schuhe, wie ich immer wieder gekriegt habe. Stimmt. Und dann ist es auch noch Müll. Wiederverwerten X. Vitalität lebt nicht mehr int drauf. Schaden für Energiewirbel. Schade. Scheiße. Ja, das war's dann auch schon wieder mit den Splittern. Jo. Cheat happens. Jetzt 40, 37, 22er Amulett. Oh, nach Amulett habe ich gar nicht geschaut. Ja, aber das wäre. Ach so, stimmt, da habe ich das legendäre Ding. Aber der Amulett wäre für dich gut, ja. Was kostet ein Amulett? Oh,
Komischerweise habe ich die ganzen Steine. Die kriegst du ja andauernd sowieso immer. Ja. Oh, cool. Da brauche ich ja nur die drei Steine für. Ich würde eher bei dem 43er schauen. Achso, sind wieder andere Steine. Oh. Okay. Das sind die richtig Ja. heftigen nächsten Stufensteine. Aber das könnte ich halt machen. Die Jo. Steine benutzen wir sowieso selten im Moment, Ja. behaupte ich. Jo. Mache ich, glaube ich, mal ein Amulett, wa? Das ist eh nicht so dolle. Ja. Und es wird Schaden, Leben pro Treffer, Leben durch Heiltränke. Ist im Grunde noch weniger doll. Naja, was mache ich jetzt? 6% Schaden, physischen Fertigkeiten und 25% kritische Trefferchance. Nee, Trefferschaden. Ja. Okay, die Erfahrung pro Gegner und so. Das ist sowieso nicht so wichtig. Flächenschaden. Gut, das hat einen Sockel. Da kannst du wieder einen Stein reinstecken. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob es besser ist. Also er sagt, es ist defensiv sehr viel besser, ne? Logischerweise, durch den ganzen Leben pro Treffer-Scheiß. Ja. Dafür habe ich halt 6% Schaden bei physischen Fähigkeiten weniger. Ja. Und 25% kritischen Trefferschaden weniger. Richtig. X. So. Habe ich auch keine roten Steine mehr, dann kann ich das auch nicht mehr machen. Aber du könntest mir gerne so einen Topas rüberwerfen, damit ich. Topas? Welcher war das? Der gelbe, der entbringt. Ja. Damit ich die in meine Hosen, waren das, glaube ich, stecken kann. Ja, genau, Intelligenz, ja. Ja, makelloser Topas, 20 Int. Fallen lassen, 1. Danke. Nee, die Steinkiste, genau. Okay, Hosen wollte ich, ne? Ich glaube Hose. Hose ist da, das ist Unheils, Ich Unschuld, glaube habe ich. so viel Kram zum Sockeln, das war mir gar nicht bewusst. Ja, siehst du. Dann schaue ich lieber nochmal kurz die Werte durch. Der ist Level 40. Ja. War das hier die Brust, ne? 39. Und Ringe, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube. Im Ring wäre das besser angelegt. Wo, brauchst du den anderen gelben noch? Eigentlich nicht, oder? Den anderen gelben Stein, den du noch hast? Eigentlich. Nö, ich kann gerade eh keinen anderen herstellen, keinen Ring, dann kannst du den auch haben. Dann würde ich die in meine Ringe reinschmeißen. Okay, ja. Weil ich glaube, die werde ich am längsten tragen. Okay. Und 40 Intelligenz mehr, das bockt. Weil die Brust und die Beine sind sowieso nicht so doll, die werde ich wahrscheinlich zeitnah austauschen. Der macht Geschicklichkeit. Habe ich da irgendeinen Sockel? Oh. Oh. Ah. 40% kritischer Trefferschaden. Ist das mehr? Auf dem We auf Aber dem ich glaube, Schwert. Waffe war rot auch gut. Waffe war rot gut. Plus Plus Schaden. Schaden. Da habe ich auch nur die Billig-Rubine, also die schlechten. Das macht plus 9 Schaden. Okay, das finde ich jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Was macht Okay. der? Schaden gegen Elite-Gegner. Was heißt das? Ja, nur die Ja. gelben oder Bosse, Okay. ne? Bei den Kann auch normalen nicht. interessant sein. Der Grüne macht einfach kritischer Trefferschaden. Leben pro Treffer auf Waffe. Ja, okay. Den habe ich nicht mehr. Schaden an Nahkampfeingreifern. Okay. Achso, ja, das sind ja alle Möglichkeiten. Mehr gibt es ja gar nicht. Ja. Okay, nö, dann würde ich den Smaragd wahrscheinlich. Dann habe ich irgendwie so viele. Für Geschicklichkeit. Da muss ich auch erstmal gucken, welche Gegenstände bei mir jetzt sockelbar sind. Ja. Ich glaube, das war ein Ring. Nee, doch, der Ring. Stufe Das lohnt. 40. Das kann ich machen. Der hat sowieso schon reichlich Geschicklichkeit Ja, drauf. dann kann ich da nochmal 20 mehr draufpacken. Der hat Ja. keinen Ring. Das ist auch der nächste Ring, der rausfliegt. Der Ja. ist schlecht. So. Was war das noch? Die nicht. Die Hose. Die Hose ist auch nicht mehr so gut. Da kommt auch kein Sockel Ja. rein. Das Schwert ist. Weiß ich noch nicht. Das ist super. Ja, aber ob da jetzt, was ich da reinstecke. Ach so, ja. Und da. Ist auch minder gut irgendwie. Zwei Sachen sind gut, die anderen zwei drauf sind nicht so toll. Nö, ist aber eine Menge Geschicklichkeit und eine Menge Vitalität drauf, ne? Ja, aber.
Wenn du ein anderes Teil mit besseren Und der Kopf noch. Werten findest, hast du das wahrscheinlich in etwa Das ist aber gleich. genau dasselbe. Ein Kopf ist ja wieder andere, ein anderer Bonus. Ja, Kopf ist ja. Oh. Kopf ist ja ein anderer Bonus. Okay, was macht denn der Kopfbonus? Abklingzeit, Bonuserfahrung, Ressourcenkosten, Reduktion. Produktion, Goldfundbonus plus Leben. Wow, das ist alles nicht so toll. Nee, ne? Was ist denn plus Leben? Erzähl mal. 12% stand Was? da. Nein. Oh. Ach, da stand er schon. Ja. Alles klar. Ja, plus 12% Leben. 12% ist jetzt aber nicht so Ja, wenig. das klingt gut. Ich glaube, das mache ich mal in den Kopf rein. So, dann haben wir noch die Geschicklichkeit auf einen Ring, hatte ich gesagt. Der da. Ja. Die anderen beiden mache ich mal nicht. Die beiden nicht Ja. drücken Waffen. Ja. Plus Leben pro Treffer. Steht dann. Plus 35 Leben pro Treffer. Okay, das ist auch jetzt der schlechte Amethyst, verstehe. Ja. 40% Crit-Trefferschaden ist natürlich auch eine Menge, ne? 40%. Ja. Ich würde wahrscheinlich trotzdem den Schaden nehmen. Den Was? Den roten. einfachen Schaden? 9 Schaden mehr? Ja. Hm. 9 hört sich irgendwie nicht so viel an. Ja, klingt nicht so viel, aber es gibt ja dann halt die ganzen Fähigkeiten, die halt prozentual basierend darauf Schaden machen, ne? Und Ja. das wirkt sich dann auf einfach alles aus. Und das kritische Trefferschaden wirkt sich halt dann einfach nur bei den Crits aus. Und ich weiß halt nicht, wie viel du crittest, ne? Das kannst du besser beurteilen Das als kann ich ich. dir auch nicht sagen, aber es gibt doch hier, wo war denn der Knopf? Y. Y. 8%. 8% kritische Trefferchance. Kritische Treffer verursachen plus 75% im Moment, sowieso schon. Ja. Kann durch Fertigkeiten tralala Gegenstände erhöht werden. 8% ist dann jeder 12. Schlag oder so. Ja, jeder 12,5. Jeder 12,5. Schlag. Ja. Also quasi jeder 13. Ja. Ich kann das ja auch später machen. Ich weiß es noch nicht. Achso, da liegt ja ein Topaz, ja. Vielleicht mache ich das später nochmal. Ringeding, genau. Ja, Ringding. Jo. Was mir aufgefallen ist, ich habe mich letztes Mal nach dem Aufnehmen noch ein bisschen umgeschaut. Ja, Entschuldigung, ich höre gleich nochmal zu. Ich wollte einmal kurz gucken, ob ich jetzt noch irgendwas. Hatte ich eben gesagt, Schuhe waren kacke, ne? Nee. Hose? Hose, ja. Ja, Hose war kacke. Wie viele bräuchtest du? Ach Fein. so. Passt. Na dann. Ich habe jetzt ja eben für 9 einen hergestellt Ja. und Ja, du nein. hast sowieso wieder mehr Ich hatte Glück als 19 und ich. du hast 15. Ja. Und einen habe ich wieder gekriegt, weil ich den Ring ja gleich wieder reingeworfen habe, den Pott, Ja. der da rausgekommen ist. Ja, fabelhafte Tasseten. 45er Hose. Das dauert noch so lange. Sind wir jetzt? 41? 43, glaube ich. 43. Also lange wird es nicht dauern. Wir noch. Gürtel 39, aber legendär. Oh, ich habe blaue Handschuhe an. Das Toll. hast du ja erst gewechselt, weil die gelben nicht so doll waren. Stimmt. 40, 40, 37, gerade gesockelt. 35 legendär. Ringe will ich nicht. Oh, bleibt nur Hose, ne? Ja. Ich glaube, die Hose wäre das Dringlichste momentan, ja. Ja, machen wir eine Hose. Komm. Mal gucken. Fertig. Mehr Geschicklichkeit. Oh Leben ja. pro Sekunde. So, der Arkanwiderstand ist, naja. Stufenanforderung um 6 reduziert, wow. Ja, das heißt, ich kann sie jetzt schon tragen. Stimmt, das war ja 45. Richtig. Dann ist es ja Das doch ist richtig praktisch. gut. Und dann nehme ich die. Zieh ich mir mal kurz eine Hose an, ne? Dann könnte ich die auch sockeln. Habe ich gerade hergestellt. Ja, und die alte gleich verwerten. Alte gleich wieder in die Tonne. Maragd auf Hose. Schick. Ups. Jetzt Mach. hast du ihn wieder verwertet. Ja, ich verwerte ihn. So, was wollte ich jetzt? Die alte Hose. Die alte Hose, wo ist sie? Hast du die vielleicht gekauft und kannst sie gar nicht wieder verwerten? Das steht bei Hose. Kann nicht Ja. wiederverwertet werden. Tschüss. So, was mir aufgefallen ist, hier die Beutetruhe. Man kann die aufwerten. Und dann?
Dann hat am Anfang hat man 20 Plätze. Ich habe es schon mal gemacht. Ich Ah. habe sie zweimal aufgewertet. Ja. Wenn ich sie jetzt nochmal aufwerten würde, für 25.000, vorher waren es 10.000 Gold, Ja. würde ich 20 Plätze mehr kriegen. Wow. Und jetzt? Hast du ganz viele Plätze in deiner Truhe? Ja, das Ding ist, du kannst die ganzen Steine auch hier in der Truhe lagern. Du musst sie gar nicht mitnehmen. Und vom Schmieden aus habe ich gelesen, dass man da auch drauf zugreifen kann, Auf die Truhe. wenn sie in der Truhe liegen. Gut, du hast sie dann natürlich unterwegs nicht dabei, wenn du was Neues findest, aber wir kommen ja sowieso immer wieder hier rein. Was da denn? Müll. Ist deins oder was? Nee, das Amiibo-Portal kommt irgendwie immer, weiß ich nicht. Aha. Ich glaube, für jeden Charakter, den man sich erstellt, kommt eins in die Truhe und Aha. blockiert dann einfach Platz. Cool. Ja. Danke. Alle Edelsteine einlagern. Habe ich jetzt alle eingelagert? Nur von dem Diamantkram. Nein. Habe Ach ich. so, Alle. ganz alle, cool. Ganz alle. Jetzt kannst du ja trotzdem testweise noch mal kurz zum Schmied hingehen. Und bei Ringen schauen. Also, da stand jedenfalls im Internet, dass das funktionieren sollte. Achso, dafür. Ja. Dafür habe ich eh die richtigen. Ja, Ja, passt. cool. Dann sparst du Platz. Jo. Irgendwas reinpacken? Die? Nee, die will ich lieber mitnehmen. Wieso? Ja, falls ich eine andere gute Einhandwaffe finde, dann Ich glaube, tausche. das dauert noch eine Weile. Mindestens 5 Level, denke ich mal. Weil die haben wir vom Endboss gekriegt, die legendäre. Okay. Ich meine nur. Hast du vielleicht recht.